Ich freue mich auf euch, auf eure Themen, auf eure Anrufe. Und wie immer montags haben wir eine offene Sendung, eine freie Themenwahl. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir hier sprechen wollt. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sarah und Sarah ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sarah. Dein Thema. Bei mir geht es um Folgendes. Und zwar, ich komme aus einer 5 Jahre langen Beziehung. Mhm. Habe auch ein kleines Kind. Wie alt? Mit meinem, 20 Monate. Mhm. Mit meinem Ex-Freund zusammen. Wir sind seit circa einem Jahr getrennt jetzt. Mhm. Haben aber noch bis Dezember zusammen gewohnt. Und er ist jetzt definitiv ausgezogen aus der Wohnung. Mhm. Das heißt, ich wohne jetzt alleine. Ja, und jetzt ist das Problem so ein bisschen bei mir. Ich habe mich, glaube ich, irgendwie ein bisschen neu verliebt. Mhm. Weiß aber nicht so richtig, wie ich das anstellen soll. Ja. Weil ich neu verliebt? Auch ein bisschen aus der Übung bin. Aber nicht in ihn wieder. Bitte? Nicht in den Ex hast du dich neu verliebt. Nein, nein. Nein, nein, in jemand Neuen. Genau. Erzähle mir von dem Glücklichen. Ja, es ist halt so gewesen. Also mein Internet lief hier nicht richtig zu Hause. Mhm. Und ich habe hier gegenüber direkt, wo ich wohne, einen Computerladen. Ja. Und ja, das ist jemand davon. Geht man mal rüber und fragt, genau, ob man nicht Hilfe bekommt. Genau. Und schon kam ein netter junger Mann rüber. Genau. So war das halt. Und ja. Ja, der war jetzt schon insgesamt 3-mal da, weil das halt irgendwie alles noch nicht so funktioniert hatte. Wahrscheinlich machst du immer wieder was kaputt, damit er wieder neu kommen kann. Nee, das habe ich nicht gemacht. Das hatte ich mir schon mal überlegt, aber ja, jetzt war er heute halt wieder da. Ja. Und jetzt läuft mein Internet halt. Schade auch. Ja, eigentlich schon, ne? Und ach so, aber es war bisher nur so Flirterei. Wenn ja, überhaupt Flirterei. Also, es ist eigentlich ja nur so gewesen, dass es halt wirklich um den Computer ging, ne? Also, oder wurde schon heimlich geknutscht neben dem Computer? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also er weiß vielleicht noch gar nichts davon, was in dir vorgeht, nee, oder? Nee, das ist ja eben der Punkt. Und ich weiß ja auch überhaupt nichts über ihn. Wie alt ist er denn? Weiß ich auch nicht. Ja, ungefähr. Also ich kann es schätzen, da wird so 35, 36. Ja, ist doch ein prima Alter. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das Problem ist halt, dass ich jetzt auch nicht wirklich weiß, wie ich das anstelle. Ne? Weil aber der Laden ist gegenüber. Genau. Das heißt, du gehst da schon mal auch sowieso an dem Laden vorbei, wenn du auf die Straße musst. Ja, sicher. Ja, jetzt auch speziell wegen dem Computerproblem, was ich halt hatte. Ja, ist er alleine in dem Laden oder sind da öfter? Nee, das ist ja das Problem. Das sind also 4 insgesamt mit ihm. Ja. Und 3 gehört den Laden, also gehört den Laden halt. Ja. Und er ist halt Mitarbeiter da im Vertrieb und im Außendienst auch. Achso, und er ist also auch derjenige, der eingesetzt wird, wenn irgendwie Probleme entstehen. Genau. Ja. Genau, richtig. Und das heißt, also, wenn da. Bitte? Ich sag, jetzt war er halt schon ein paar Mal da. Und, ja. Das heißt aber, wenn du da vorbeigehst und zufälligerweise in den Laden gehst und vielleicht irgendwas kaufst, irgendwas, irgendwas, was man kaufen könnte in so einem Laden, ist nicht unbedingt gesagt, dass er dann auch dich bedient oder so? Ja, also ich, also ich bin jetzt schon ein paar Mal da hingegangen halt, weil er das halt auch von Anfang an mit mir gemacht hat, mit dem Internet. So. Ja. Und dann bin ich halt nochmal rüber und habe gesagt, das läuft halt noch nicht und da ist er schon dann mein Ansprechpartner. Ja, das könnte man, aber in dem Laden sind natürlich unter Umständen auch die anderen. Genau, die sind eigentlich immer da. Oder gar Kunden noch. Genau, Kunden und auch seine Mitarbeiter, die halt ständig da sind. Also das ist kein guter Ort, um jemanden noch ein bisschen heißer anzuflirten. Du hast ja schon ein paar Chancen vertan, ne, während er bei dir war. Das heißt, du musst ihn nochmal herlocken. Ja, aber jetzt habe ich ja keinen Grund. Irgendwas. Denkt dir irgendein Problem aus. Im Computer hat man immer 1000 Fragen. Irgendwas. Geh rein und dann kann ich mir noch 10 Sachen ausdenken und dann ist er hier und dann weiß ich aber trotzdem ja. Nicht, wie ich dann... Na, natürlich. Also Phase 1 ist erstmal die Sache aus, irgendwas auszudenken, dass er nochmal kommt. Mhm. Wenn er dann da ist, dann musst du dir natürlich vorher irgendwie eine Strategie überlegt haben, dass das jetzt mal darüber hinausgeht, dass ihr euch auch mal privat treffen könnt. Oder hast du ihn ja schon mal so ein bisschen in ein privates Gespräch? Ja, das habe ich heute gemacht. Also heute war so das erste Mal, weil dann brauchte der Computer ein bisschen länger, um hochzufahren. Ja. Dann konnten wir halt so ein bisschen, und meine Tochter lief halt auch hier rum. Ja. Und war er zugänglich zu... Ja, total. Ja. Also die Kleine ist auch total direkt auf ihn abgegangen. Das auch nicht schlecht. Das war auch schon mal so eine Sache, die mir unheimlich wichtig ist, ne, ob jemand halt gut mit meinem Kind umgeht. Und er hat sich ja noch nett unterhalten mit dir und... Ja, wir haben halt dann so ein bisschen gesprochen und er sagte halt auch so, dass er halt
in einer 50 Quadratmeter Wohnung lebt, alleine. Klingt schon mal sehr gut. Das heißt natürlich aber nicht, dass er keine Freunde hat. Nein, aber ja nicht, ne? Wenn er jetzt gesagt hätte, ich habe auch zwei kleine Kinder, dann wäre es vielleicht komplizierter. Ja gut, aber ich meine, dass man alleine wohnt, heißt ja nicht unbedingt, dass man auch solo ist. Natürlich nicht, nee. Aber ihr habt euch jetzt schon so ein bisschen privat beschmutzt, ein ganz kleines bisschen privat. Ganz klein. Ja, er muss noch mal in deine Wohnung. Dann musst du dir vorher so ein paar Themenbereiche ausdenken, die du ansprechen möchtest, solltest. Ja. Und dann wäre es natürlich ganz toll, wenn du einen günstigen Augenblick irgendwie abfangen könntest und irgendwie was vorschlagen würdest, von wegen, dass man mal irgendwie mal einen Kaffee trinken geht oder wie lange hat der Dienst da in dem Laden? Also bis 6:30 eigentlich und manchmal ein bisschen länger, weil da halt dann immer noch öfter. Wir können doch heute Abend was trinken gehen, wenn du Dienstschluss hast unten. So könntest du sagen. Ja. Ja, so, irgend sowas. Ja, ich bin halt natürlich auch total aus der Übung, ne? So nach 5 Jahren Beziehung. Wenn man da erstmal anfängt, ist man gleich wieder drin. Ja, gut, das mag schon sein, aber ich bin halt in dem Punkt auch dann ein bisschen irgendwie schüchtern, ne? Weil aber ich dann halt irgendwie auch keine Lust habe, da zurückgewiesen zu werden. Ja, aber gut, das ist ja immer so, wenn man irgendwie jemanden anflochtet und anbaggert, dass man auch immer das Risiko mit einkalkulieren muss, dass man abgewiesen wird. Ja. Wenn man davor Angst hat, dann darf man gar nichts machen. Das ja, gut, ist halt, das stimmt natürlich, ne? Auch wieder. Ja, also ich finde es toll, wenn du dich jetzt nach langjähriger Beziehung und wahrscheinlich auch schwierigen Zeiten da jetzt ein bisschen neu mal orientierst und mach den Versuch doch, Mensch, was hast du zu verlieren? Überhaupt gar nichts. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Gar nichts. Du hast höchstens vielleicht das ungute Gefühl einzustecken, wenn er Nein sagt. Ja, ja, aber so, was auch immer, das hast du nach ein paar Minuten und einem halben Tag wieder vergessen. Also, ja, ich soll das machen. Ja, definitiv, Sarah, definitiv. Ja, wird mir vielleicht auch ganz gut tun, ne? Äußerlich gefällt er dir gut? Ja, absolut. Wie sieht er aus? Mach uns den Mund wässrig. Kann ich so gar nicht so. Also ich bin sowieso kein Mensch, der so auf einen speziellen Typ fixiert ist. Also Größe, wie groß ist er? Der ist ziemlich groß. Wie groß? 1,90? Ja, nicht ganz so, aber ich würde mal sagen, ja, knapp vielleicht. Ja, knapp. So 1,88. 1,88, ja. Ist halt so groß, hat dunkle, braune Haare. Kurze Haare, lange Haare? Genau, kurze Haare. Kurze Haare. Und ist halt, was mich total fasziniert, ist halt die Art, ne? Dass er wie auch mit seinem Kind umgeht, das ist bei mir ganz wichtig. Und Humor hat er, das ist bei mir sowieso das A und O bei dem Mann, ja. Dass man mit dem lachen kann. Ja. Und weiß ich nicht, also irgendwie gefällt er mir. Und er ist halt ein Computerfachmann, und das, was sehr praktisch ist, ne? Weil man ja immer irgendwie Probleme mit den Dingern hat und wenn man einen Partner hat, der das kann. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht das Aussage. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was denke ich wieder für profane Dinge? Nein. Ja, genau. Also Sarah, ran an die Buletten. Meinst du, ja? Ja, ganz schnell vor allen Dingen. Nicht so viel Zeit verstreichen also lassen. Also meinst du einfach morgen mal rübergehen? So, ja. Genauso meine ich. Mit einem Vorwand? Ja. Aber der Vorwand muss so sein, dass er nochmal hochkommen muss. Ja. Hoffentlich hat er jetzt nicht zugehört. Da wäre es natürlich sehr peinlich. Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt. Aber der wäre es vielleicht so nett, dass er von sich aus Kontakt zu dir aufnimmt. Also lieber Computermann, falls du zuhören solltest, wie immer du auch heißen magst, sag uns jetzt nicht den Namen, Sarah. Die Sarah ist doch nur wirklich sehr, sehr nett. Ich würde an deiner Stelle mal oben klingeln und mal ein bisschen mit dir reden. Du kennst mich doch gar nicht. Ach, ich glaub's aber. Ja, okay. Liebe Sarah, alles Gute und toll, toll, toll. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was. Was ernst ist, was weniger ernst ist, was zum Streiten, zum Diskutieren oder zum Plaudern, dann meldet euch oder meldet uns unter domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer rein. Unbedingt. Steffi ist hier. Steffi ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ja. Hallo Steffi, was ist dein Thema? Es geht um meinen Freund. Ich bin mit ihm seit 4 Monaten zusammen. Ja. Und so vor 8 Wochen, also im November, hat er mir erzählt, dass er von seinem Vater missbraucht wurde. Mhm. Also er hat mir vorher schon erzählt, dass der Kontakt nicht so gut sei und er hat mir halt erzählt, dass von ihm missbraucht wurde und nicht nur das, also regelrecht gequält. Also wie alt war er da? Das begann, also was das Früheste, was er mir erzählt hat, war 4. Oh. Und er hat bis 28 zu Hause gewohnt und das ging bis 28. Bis 28? Ja. Was hat der Vater denn bis 28 mit ihm gemacht? Alles Mögliche. Der hat, es kommt immer so nach und nach alles raus. Also das Schlimmste ist, was heißt das Schlimmste ist, glaube ich nicht. Also zum Beispiel hat er ihn missbraucht, als er 8 war. Also sexuell missbraucht. Sexuell missbraucht und nicht nur das, sondern er hat auch noch den Po größer gemacht, weil er wohl nicht richtig gepasst hat. Von dem Jungen den Po größer gemacht? Von dem Jungen, vom 8-jährigen Kind. Vom 8-jährigen Kind.
dann hat er ihn gedemütigt in der Öffentlichkeit. Mit 22 hat er sich irgendwann mal ein Piercing stechen lassen, also im Fuß, hat er mir jetzt erzählt. Das hat ihm sein Vater rausgerissen, dem er ihn daran aufgehängt hat. Was? Er hat ihn daran aufgehängt? Ja, irgendwie, das war so ein dünner Ring zwischen den Zehen. Ich weiß auch nicht, warum er es gemacht hat. Er hatte so einen Tick gehabt. Er hat der Vater rausgerissen. Und da hat ihn der Vater dann aufgehängt und hat es dann rausgerissen, ja. Mhm. Er hat ihn, als er, ich glaube, 8 war, in der Tiefkühltruhe eingesperrt. Also die ging nicht mehr, ein Schloss davor. Und diese Tiefkühltruhe stand bei irgendeinem Kumpel von dem Vater im Keller. Mhm. Und den Keller hat er zugeschlossen. Und da ging, also war so unter der Garage quasi. Mhm. Das war so eine Art Falltür, möchte ich sagen, so eine Tür, wo man in den Keller reinkam. Da stand eine Tiefkühltruhe, da kam er rein. Der Keller wurde zugemacht und auf diese Falltür wurde ein Auto gefahren, damit er auch ja nicht raus kann. Und wie lange war er in der Tiefkühltruhe? Stunden. Was war mit der Mutter? Ja, die weiß ich nicht. Die Mutter, also Marc, mein Freund sagt, dass sie es vielleicht gar nicht weiß. Aber wahrscheinlich, ich glaube, sie weiß es. Und ich glaube auch, dass sie es mitgekriegt hat und sie hat einfach weggeguckt. Das glaube ich auch nicht. Und er hat noch eine Schwester, die hat auch weggeguckt. Also der Vater hat das nur mit dem Jungen gemacht, mit deinem Freund. Nur mit dem Jungen. Mhm. Und vor ein paar Tagen habe ich jetzt, also da sind ganz schlimme Sachen passiert. Ganz schlimme Sachen. Die seelische Grausamkeiten vor aller Öffentlichkeit gedemütigt. Haare rausgerissen, Haare abrasiert, sodass er irgendwie mit einer, naja gut, das waren die weniger schlimmen Sachen, dass er irgendwie mit einer Mütze rumlaufen musste, wochenlang im Sommer. Und, also immer, wenn er irgendwas getan hat, was sein Vater nicht wollte, ist er total ausgerastet und hat ihm solche Sachen angetan. Und dein Freund ist jetzt wie alt? 32. 32. Und er war bis zu seinem 28. Lebensjahr in der Familie, bei dem Vater. Ja. Warum hat er das? Das hat schon ihn auch gefragt. Ich habe gesagt, warum bist ich war mit 18 spätestens auf. Ja, warum? Und er hat gesagt, also seine Eltern haben ihm wohl im Prinzip sein ganzes Leben so suggeriert, du bist nichts wert, du kannst gar nicht alleine leben. Mhm. Naja, aber es war halt auch ein bisschen bequem, ne? Es war wohl auch nicht immer so. Also es gab wohl auch Zeiten, aber es ist nicht so schlimm. Ja, es kann natürlich auch sein, dass durch diesen langjährigen Missbrauch in der Kindheit so ein Angst-Abhängigkeitsverhältnis entstanden ist, also dass das eben auch bis ins hohe Alter hineingeht. Wie kam es dann, dass er mit 28 weggegangen ist? Eine Ex-Freundin, die ihn allerdings auch geschlagen hat, hat ihn wohl irgendwie auch vor der war er wohl irgendwie so ein bisschen abhängig, würde ich sagen. Ein bisschen seelisch. Und die hat er vor Wahl gesetzt, entweder du ziehst jetzt aus oder ich trenne mich. Und er ist halt ausgezogen. Hat er denn heute Kontakt zu seinem Vater? Ja, ganz eng. Also er ist nicht in der Lage, also wir sind jetzt seit 4 Monaten zusammen und er ist nicht in der Lage, so eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ruft seine Mutter ständig wegen dem Mist an. Gibt es denn heute, wenn er die Eltern besucht, wenn er den Vater besucht, auch noch sexuellen Kontakt zwischen ihm und dem Vater? Seit er ausgezogen ist, nicht mehr. Nicht mehr. Seit er in seiner Wohnung wohnt, nicht mehr. Das ist jetzt, also die Eltern haben versucht, uns auseinanderzubringen. Am Anfang, also mein Freund sagt, ich bin die Liebe seines Lebens. Ich empfinde das leider nicht so. Du empfindest das nicht so? Nein, das ist mein Problem. Also du empfindest nicht so, dass er die Liebe deines Lebens ist? Warum? Weil ich das, das fühle ich. Es ist, also ich habe nicht, es war am Anfang ein bisschen turbulent, ehe wir zusammengekommen sind und so. Das hat so ein bisschen gedauert und das war halt auch nicht so sehen und verliebt, sondern mehr so ein... Bist du jetzt aufgrund der Informationen, die du bekommen hast, von diesen wahnsinnigen Dingen, die geschehen sind, auch etwas auf Distanz gegangen? Nee, gar nicht. Damit hat das nichts zu tun? Nein, ich bin, das war vorher schon. Ich bin ganz im Gegenteil, ich bin näher an ihn herangerückt. Also Ich versuche ihm zu helfen, ich unterstütze ihn bei ihm und er braucht auch ganz viel Hilfe. Also hat er einen Beruf, ist er eigenständig? Ja, er hat schon einen Beruf. Also das Problem ist, er und sein Vater arbeiten in derselben Firma. Das ist eine riesen Firma. Und, ach, dann sehen die sich aber jeden Tag. Ja, die sehen sich öfter. Also wie gesagt, dein Freund, hat überhaupt keinen Zorn auf den Vater oder auf die Mutter? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Also so diese Abhängigkeit, die er entwickelt, das ist ganz schlimm. Mhm. Und ich habe ihn jetzt, also innerhalb der letzten 4 Monate, seine Eltern wollten mich gar nicht erst kennenlernen, weil er quasi von jetzt auf gleich, also sich wohl geändert hat. Also weil
sie waren halt nicht mehr sein Lebensmittelpunkt. Er war halt sonst immer, seine Eltern sind immer zurückgekommen. Immer Ja und Abend zu allem gesagt. Und jetzt seit 4 Monaten, seit er mich kennt, ist das nicht mehr so. Aber ist das für dich jetzt nicht eine schwierige Situation? Da ist jemand, der hat so viel Leid hinter sich und der sagt, du bist quasi du jetzt, die Steffi, du bist der Rettungspunkt meines neuen Lebens, aber du kannst die Gefühle nicht so erwidern. Ist das nicht schwierig für dich jetzt? Ganz schlimm. Glaube ich, ja. Also ich möchte ihm helfen. Und ich hatte mich, also im November wollte ich mich trennen, weil ich gesagt habe, die Gefühle sind nicht so tief, wie sie sein sollen und das ist besser, wenn wir uns trennen. Das möchtest du ihm nicht nochmal neues Leid zufügen und bist so in so einem Zwiespalt, dass du auch Mitleid empfindest für ihn. Mitleid, ja, aber ich möchte ihm halt auch helfen. Ich möchte ihn auf jeden Fall in Therapie, also er macht schon eine Therapie von der Arbeit aus, sind auch einige Sachen geschehen. Er wird da gemobbt und auch ganz schlimme Sachen. Also er ist wegen dieser schweren Misshandlung? Nein. Nein, er ist wegen etwas anderem in Therapie. Und in dieser Therapie wird über die Vergangenheit nicht gesprochen? Über diesen Teil der Vergangenheit nicht? Er hat es mir im November das erste Mal erzählt. Und das erste Mal, dass er überhaupt darüber geredet hat mit mir. Er hat es mit dir oder hat es überhaupt noch niemandem erzählt? Noch nie jemand. Und mir das erste Mal. Großer Vertrauensbeweis, ne? Ja, natürlich. Ja. Das nach 8 Wochen oder so. Mhm. Also ich glaube, er hat mir nach 4 Tagen gesagt, dass ich seine die Liebe sei, am ersten Tag, dass er mich ohne Ende lieben würde, dass die seine große Liebe, er wollte mich heiraten. Das hat er mir am ersten Tag erzählt. Natürlich ist klar, wenn jemand so eine fulminante Leidensgeschichte hinter sich hat, dass er sowas von dringend in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung natürlich muss. Das erzähle ich ihm ja auch schon und ich bin also wie gesagt, er ist jetzt bei diesem Therapeuten, da ist jetzt halt auch, naja, solange wir uns kennen und als er mir das erzählt hat, an einem Tag habe ich gesagt, erzähl das dem Therapeuten, der soll die Therapie darauf abstimmen. Mhm. Der Therapeut ist aber auch nicht so ganz echt. Mhm. Also der hat wohl gesagt, naja, erstmal hat das angezweifelt, ob es überhaupt stimmen würde, weil das Problem ist, er ist in Therapie wegen Lügen. Also er hat wohl einige Lügengeschichten auf Arbeit erzählt. Und deswegen muss er jetzt eine Therapie machen, das ist reichlich kompliziert. Achso, das ist natürlich fatal, wenn er wegen Lügen in... Ja. Der muss aber schon schlimm sein, wenn er deshalb in der Therapie ist, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber wenn er dann so etwas da erzählt, ist das natürlich... Aber du bist sicher, dass es stimmt? Ja, absolut. Absolut, was macht dich so sicher? Verhaltensweisen von ihm, also so bestimmte, zum Beispiel Kleinigkeiten nur. Also zum Beispiel hat er immer so lange Zehennägel und ich habe jetzt schon seit Monaten rede ich, mein Gott, warum machst du das nicht, ne? Mhm. Also ist noch ein bisschen fülliger, ist aber nur nicht so das Ding, ich bin auch fülliger, ich komme auch immer an Zehen dran, ist ja nur nicht das Teil. Er sagt, erst hat mir erzählt, er käme da nicht raus, das wird seine Mutter immer machen. Da habe ich gesagt, dann lass mich es doch machen, ja? Ich bin Pflegekraft, ich kann das. Zehen schneiden ist man, ich sage, ich versuche halt, ich bin also, momentan habe ich das Gefühl, ich mache irgendwie so einen Mutterersatz, weil ich einfach ihm ganz oft und ganz viel helfen muss und auch tue. Und ja gut, aber das ist ja noch kein Beweis dafür, also dass all das stimmt, was er dir erzählt hat. Ja, nein, also, naja, auf jeden Fall kann er kommen und erzählen, da nicht dran, er wollte das nicht. Und jetzt hat er mir neulich erzählt, da hat er mir jetzt mit dem Ring erzählt, den der Vater ihn zwischen aus dieses Piercing, den er mir von den Zehen rausgerissen hat. Und, Und siehst du die Wunde? Ja, habe ich schon gesehen, das ist eine kleine Narbe. Und da hat er mir erzählt, dass der Vater das gemacht und ihn dann aufgehängt hat und deswegen hätte er Angst, wenn er seinen Füßen angeht. Ja. Dann kann er nicht in engen Räumen sein. Er hätte neulich ein CT machen müssen. Das hat er abgebrochen, weil er es nicht konnte. Dann glaube ich ihm das auch. Also das ist ja, also ich bin im psychiatrischen Bereich tätig und ich kann das unterscheiden, ob mich einer anlügt oder nicht. Im Allgemeinen kann ich das. Aber Steffi, wenn du im psychiatrischen Bereich tätig bist, dann bist du ja eigentlich optimal informiert, was zu tun ist natürlich mit einem solchen Fall und einem solchen Patienten. Das ist ja auch nicht so das Problem. Also das Problem ist einfach, dass sein Vater jetzt versucht hat, uns auseinanderzubringen. Sein Vater hat seine Schwester beauftragt, bei uns Sachen zu klauen. Die hat bei uns Geld geklaut, die hat Auto, der hat Sachen geklaut, Unterwäsche von mir. Ja, dann lässt man sie einfach demnächst nicht mehr in die Wohnung. Ja, ja, Unterwäsche, der kam mit nachgemachten Schüssel rein. Unterwäsche von sich reingelegt, hat ein Bild von einer Frau in seine Tasche getan, hat irgendwie Kuscheltiere, also die hat alles von dem Vater aus, dass sie uns auseinanderbringen wollte. Aber jetzt hat mein Freund, jetzt hat er eine Aussprache mit seinem Vater gehabt, was ich ja schon, also am Anfang, als ich erfahren habe, ich hätte diesen Vater am liebsten. Wenn das so stimmt, was du erzählt hast über ihn, wenn er dir die Wahrheit gesagt hat, gehen wir mal davon aus, ist das wirklich eine gigantische Krankheits- und Leidensgeschichte, die wirklich wahrscheinlich ganz viele Verzweigungen hat, bis hin zu solchen Absurditäten, die du gerade erzählt hast.
Ich würde gerne, auch wenn du selbst aus dem Bereich kommst, würde ich jetzt gerne eine Fachfrau da hinzuziehen. Vor allen Dingen auch was deine Verhaltensweise anbelangt und wie du dich auch ihm gegenüber vielleicht jetzt in Stellung bringen solltest. Ja. Meine Psychologin, die Sabine, hat mitgehört. Ja. Die Sabine wird dich jetzt anrufen, Steffi. Ja. Und dann könnt ihr das besprechen, wie du jetzt, du musst jetzt irgendwie sehen, dass du dann eine Gangart findest, wie du dich ihm gegenüber verhältst. Ja. Das könnt ihr jetzt mal abstimmen miteinander, würde ich vorschlagen. Ja. Das dringend, was nötig ist, sind wir beide uns einig, ne? Ist ganz klar, ja. Die ganze Familie braucht Therapie. Bitte? Die ganze Familie braucht Therapie. Ja gut, aber darum musst du nicht kümmern, ne? Es geht jetzt mal, die Familie braucht keine Therapie, der Mann gehört vor Gericht. Ja. So. Und dein Freund braucht eine Therapie, aber eine sehr gute. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich wieder an. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, das hätte gerade auch sehr gut zu Sarah, zu unserer ersten Anruferin gepasst, heißt Nachbarn. Ich möchte gerne mit euch über eure Nachbarn reden. Das ist ja ein großes, großes Thema. Es gibt ja wunderbare Nachbarn und es gibt grauenhafte Nachbarn. Ich möchte gerne mit euch reden über den Zoff mit Nachbarn, über das Glück mit Nachbarn und vielleicht auch all die Frivolitäten, die man so durch Nachbarn und mit Nachbarn erlebt, in puncto Erotik und Sexualität, was man vielleicht auch alles so beobachtet heimlich, was es da so an vielleicht auch heimlichen Verbindungen gibt zu Nachbarn, was die anderen Nachbarn wieder nicht wissen sollen oder vielleicht die eigene Frau oder der eigene Freund nicht. Also unser Thema morgen heißt Nachbarn. Wenn ihr mir von euren Nachbarn, euren Nachbargeschichten erzählen möchtet, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr. Da sind die Leitungen geschaltet, die Sendung beginnt um 1 oder ihr könnt mailen. Thema Nachbarn morgen. Ralf ist hier und Ralf ist 33. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Grüß hallo. Dich. Ja, guten Morgen Ralf. Schön, dass hallo. Du da bist. Um was geht's? Ja, ich habe eine Geschichte, die nicht so ganz alltäglich ist, aber sicherlich auch einen gewissen Interessantheitswert hat. Du machst mich neugierig. Ich war 10 Jahre lang mit einer Transsexuellen verheiratet. 10 Jahre? Ja. Mit einem transsexuellen Menschen, der schon operiert worden war? Wir haben uns vorher noch so kennengelernt. In welchem Körper hast du diese Person kennengelernt? In dem männlichen. In einem männlichen Körper? Ja. Aber schon so als Frau aufgebrezelt? Genau, ja. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist auch im Prinzip der Punkt gewesen, wo ich erst auch gar nicht wusste, was los ist. Ja, als du sie kennengelernt hast, hast du gedacht, dass es eine Frau ist? Ja, weil ah, ja. Das war alles so fertig schon, bis auf die sogenannte Kleinigkeit. Ja. Und ja, dann haben wir uns ineinander verliebt und sie hat mir das auch gleich offeriert, was sie vorhat mit der OP. Ach, also ihr habt euch verliebt, aber sie hat direkt am Anfang gesagt, pass mal auf, ich bin transsexuell und ich habe auch noch einen Penis. Ja klar. Sofort, also es gab keine böse Überraschung bei der ersten Nacht. Nein, also wir hatten in der ersten Nacht auch Sex im Auto und das lief alles von vornherein ganz problemlos in dieser Richtung. Hattest du denn vorher vielleicht so eine kleine Biader, dass du dich darauf hast einlassen können? Also, das ist ja eine ganze Zeit her und wenn man noch nicht so ganz ausgereift ist, sucht man sich ja selbst irgendwie noch so ein bisschen. Also, heute würde ich sowas überhaupt nicht mehr anfangen, weil ich wirklich nur noch straight bin und auf ganz normale Frauen stehe. Aber damals ging es? Damals ging es, ja. Wie lange war deine Frau nicht operiert? Das heißt, wie lange hatte deine Frau einen Penis? Ein halbes Jahr circa. War das dann, hattest du vorher schon Erfahrungen mit Männern, mit Sex mit Männern? Nee. Überhaupt. Wie war denn das für dich dann, wenn du im Bett mit ihr warst? Ja, das ist eine neue Erfahrung, aber nicht unangenehm. Es war eine neue Erfahrung und es war in Ordnung. Es hat funktioniert. War dieser Penis von ihr noch voll funktionstüchtig? Weil man hört das ja öfter bei Transsexuellen, dass aufgrund der Hormonbehandlung und auch der... Nee, da gab es also noch keine Hormonbehandlung, also das hat alles nochmal... Also der Penis war da und auch irrigiert und sie hatte auch schon Brüste. Naja, klar. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, das ist dann alles erstmal eine gewisse Zeit ziemlich gut gelaufen.
Hast du dich nicht, Entschuldigung, ich finde das schon wieder unterbrechen, hier, hast du dich nicht so irgendwie vor deinen Freunden, Nachbarn oder Verwandten geschämt, dass du... Nein, warum schämen? Also wer damit ein Problem hat, der hat mit sich selbst ein Problem. Sehe ich auch so, aber die Leute reagieren ja unter Umständen dann. Ja, okay, aber auf der anderen Seite hat ja auch keiner ein Schild am Bauch hängen, wo irgendwas draufsteht, ne? Sie sah immer wie eine Frau aus. Ach so, man sah es ihr nicht so an. Nee, ist immer so behandelt worden, ganz natürlich. So, dann kam irgendwann, das heißt schon nach einem halben Jahr, sagst du, die OP. Dann wurde die Geschlechtsumwandlung vollzogen, der Penis wurde weggeschnitten und es wurde eine künstliche Vagina geformt. Genau. Ja. Also und dann? Wir sind ja auch damals beim weltbesten Chirurgen gewesen. Also wer Interesse hat, darf mich gerne fragen. Ich sag's jetzt nicht übers Fernsehen. Nee, müssen wir auch nicht. Okay. Ja. Also es hat gut geklappt. Ja, also wir hatten auch super Sex miteinander. Also körperlich war nach der OP alles so perfekt, wie es nicht perfekter sein konnte. Also für dich war die OP dann auch ein Segen? Gut, wer weiß, was hätte kommen können. Also vielleicht hätten wir auch ohne OP miteinander super weiterleben können, man weiß es nicht. Es ist halt so gekommen und es ist alles gut gegangen. Das muss ich aber auch körperlich, auch von der OP, weil da gibt es auch immer wieder große Risiken. Wie ist das mit einer transsexuellen Frau, also zur Frau operierten Menschen, zu schlafen? Wie ist das bei dem Geschlechtsverkehr? Fühlt sich das für uns Männer, für einen Mann so an wie mit einer als Frau geborenen Person? Bis auf ein paar Details, aber ich glaube, das müssen wir jetzt übers Fernsehen nicht vermeiden. Nee, aber so im Großen und Ganzen aber ist es schon... im Grunde genommen ist es zu 98% schon identisch. Ah ja. Ja. So, 10 Jahre verheiratet, warum dann getrennt? Ja, weil irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, entweder hat sie mit irgendwelchen Dingen psychische Probleme gehabt, wo sie sich mit mir nicht drüber unterhalten wollte, oder, wie man so schön sagt, der wahre Charakter ist rausgekommen. Sie ist dann halt irgendwann immer mehr ausgerastet, sodass das auch in körperlicher Gewalt geendet hat. Das heißt? Da ist sie bei mir also wirklich auf die ganz falsche Person gestoßen, weil ich sowas von körperlicher Gewalt hasse, gerade gegen Frauen. Mich würde es... Was heißt körperliche Gewalt? Hat sie dich geschlagen? Oder was? Klar. Also sie hat dich geschlagen? Bis der Rettungswagen kommen musste. Und du hast aber nicht zurückgeschlagen? Nein. Weil du das... Das würde mir nie im Leben einfallen. Aber sie hat dich so geschlagen, dass der Rettungswagen kommen musste? Ja gut, also wenn man jetzt einen Aschenbecher auf den Kopf kriegt oder eine Kaffeetasse, dann hat man eine Platzwunde. Ne? Ja, und der Höhepunkt war dann sozusagen am letzten Tag, als wir uns getrennt haben. Wir hatten eine verbale Auseinandersetzung und weil sie eine Kaffeetante ist, hatte sie immer eine Kaffeetasse in der Hand und die schlug sie mir dann voll auf den Kopf. Und gut, wenn ein Rettungswagen weiß, da ist jemand angegriffen worden, dann wird natürlich sofort die Polizei mitgeschickt. Und ich saß dann im Flur und dann anschließend auf der Straße mit meiner Platzwunde und dann sah sie, dass auch ein Polizeiwagen vorfuhr und so unglaublich sich das jetzt anhört, aber dann hat sie sich tatsächlich mit der Küchenreibe Kratzer auf den Arm gemacht und dann behauptet, ich hätte sie angegriffen. Und das war dann der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, jetzt wird es dir zu extrem, jetzt musst du Schlussstrich. Gab es für dich gerichtliche Konsequenzen? Nein, ist dann wegen Unglaubwürdigkeit auch eingestellt worden. Ah ja. Und danach habt ihr euch dann so quasi getrennt, nach diesem Vorfall? Ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich war 10 Jahre mit einer Transsexuellen verheiratet. Hatte dieses seltsame, vielleicht auch aggressive Verhalten deiner Auffassung nach etwas damit zu tun, dass sie transsexuell ist? In der Weise hat sie sich mir nie offenbart. Also für alle Außenstehende ging es ihr immer super und immer ein Lächeln drauf. Und ich habe ihr immer gesagt, wenn es irgendein Problem gibt, ich bin als dein Ehemann der erste Mensch, der davon erfahren sollte und die wichtigste Person überhaupt in deinem Leben. Und wenn es irgendein Problem zu besprechen gibt, dann sollte ich das zuerst sein. Nach wie vielen Jahren begann es denn problematisch zu werden? Nach wie vielen Ehejahren? Das ist schwer zu sagen, weil es entwickelt sich ja so schrittweise. Also es fällt ja nicht irgendwie so irgendwann ein Fallbeil, wo sich jemand von heute auf morgen schlagartig ändert. Meistens nicht, hast du recht. Aber es gab auf jeden Fall auch am Anfang eine sehr glückliche Zeit.
Ja, natürlich. Die gab es natürlich. Ja. Ja. Sonst hätten wir ja nicht den Schritt zur Heirat gewagt. Ja, ja. Damals in den Anfängen, da würde ich dich gerne noch zu fragen, hast du dann manchmal doch schon so gedacht, er oder sie oder die Person war ja mal ein Mann. Aha. Er war rund oder sie war rundherum ein Mann und hatte auch einen männlichen Namen, den du wahrscheinlich auch weißt, wie sie... Ja, natürlich. Wir haben das ja alles zusammen geregelt. Ja. Hast du da öfters mal dran gedacht und hat dich das befremdet oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. Also sonst hätte ich diesen Menschen ja nicht lieben können. Ja. Wo hast du Weil sie? Liebe ist für mich auch was, was nicht mit dem Geschlechtsteil zu tun hat. Ja. Weil Liebe ist was, was sich im Kopf abspielt. Ja. Ich habe ihr immer gesagt, sie hatte Angst, als sie mir gesagt hat, ich will die OP. Und sie hatte Angst, dass sie mich verliert. Und ich habe gesagt, ich habe mich in dich als Menschen verliebt und nicht in das, was sich unter der Gürtellinie befindet. Toller Satz. Wenn man das so wirklich so sieht, ist das schon sehr respektabel. Also wirklich. Wie und wo hast du sie kennengelernt? Im Kölschen Karneval. Im Kölschen Karneval. Aber nicht in irgendeinem Travestieschuppen oder so. Ganz normal im Karneval. Nein, also ganz normal. Ja. Wie jeder rausgeht. So. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Und ist wirklich Funkstille, kein Kontakt, nichts. Es ist alles over sozusagen. Wie würdest du jetzt diese immer 10 Jahre sind immer eine lange Zeit im Leben eines Menschen, wie würdest du diese 10 Jahre für dich so im Nachhinein bewerten? Was war das für eine Zeit? Man hat ja nicht nur schlechte Zeiten. Man erinnert sich natürlich auch an die glücklichen Stunden. Nur wenn irgendwann die negativen Dinge überwiegen, dann muss man sehen, was unterm Strich rauskommt. Ja, und auch wenn man jetzt das Sprichwort zitiert, Liebe macht blind, nach 10 Jahren muss der Verstand einfach irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja, klar. Aber jetzt ist es so, so habe ich dich gerade verstanden, jetzt könntest du dich oder würdest du dich nicht noch einmal in einen transsexuellen Menschen verlieben können? Nicht aufgrund des Menschen selber, sondern einfach, weil ich mich momentan so verändert habe und einfach auf sowas sexuell überhaupt keine Lust mehr habe. Also jetzt nochmal, wenn eine ganz, ganz, ganz tolle Frau auf dich zukäme und es käme raus, dass sie noch ein männliches Geschlechtsteil hat, das geht nicht mehr bei dir. Das ist eine sehr hypothetische Frage. Ja, muss man ja vielleicht auch gar nicht so erörtern. Wenn it could, wie it could, ne, sagen wir ja in Köln ja. Wenn es denn so käme, aber das ist auch kein Gedankenthema bei dir. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein. Ich bin jetzt auch neu verliebt. Achso, du bist neu verliebt schon. Ja, ja. In eine Person, die als Frau geboren wurde. Ja. Ja. Ja, das ist auch nicht so einfach. Da könnte man noch eine Sendung mit bestreiten. Die, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt damit überfordere. Die Probleme, die da jetzt sind, in der neuen Beziehung, oder was? Ja. Ja, ja, da würde ich dich bitten, da könnten wir dich vielleicht zurückrufen und dann halbieren wir das quasi. So haben wir den einen Teil hier öffentlich geführt, das Gespräch, und den anderen Teil kannst du im Hintergrund führen mit meiner Psychologin. Einverstanden? Können wir gerne machen. Ja. Okay. Ich fand's interessant, Ralf. Wünsche dir alles Gute und wir rufen dich jetzt zurück. Du legst bitte auf. Okay, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Mike ist hier. Der Mike. Und Mike ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Es geht darum, und zwar, mein Leben ist momentan halt nicht so verlaufen, besser gesagt, über Jahre hin schon so, wie es sollte, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Warum? Es geht halt darum, mein Vater setzt mich halt unheimlich unter Druck. Ich hatte vorher 2 Beziehungen geführt, eine über 3 Jahre und eine über 4,5. Und da das die Beziehungen vorher halt so mitbekommen haben, wie mein Vater und mein Familienleben halt so ist, weil mein Vater hat meine Mutter auch geschlagen, schon über längere Zeit, und ich kriege das halt mit und ich bin halt ein sehr starker Familienmensch. Hat er dich als Kind auch geschlagen? Das hat er einmal gemacht und dann nimmer. Also da war ich sehr klein. Ja. So, da kann ich mich halt auch noch dran erinnern, aber das vergisst man halt mit der Zeit. Manchmal wird man, sagen wir mal, härter. Ich arbeite halt in dem Betrieb, wo er arbeitet. Ja. Ist das euer Betrieb? Nee. Das ist bei der Deutschen Steinkohle AG. Ach so. Und zwar hat er halt eine höhere Position in diesem Betrieb. Und er wollte halt die Jahre über immer meiner Mutter und mir so seinen Lebensweg aufdrücken. Das heißt, also alles muss nach seiner Nase laufen. Wenn das nicht der Fall ist, wird er aggressiv oder ausfällig.
Mike, jetzt muss ich mal was machen, was ich eigentlich nicht gerne mache. Ja. Dir ist jetzt aus Versehen die Firma rausgerutscht, wo dein Vater arbeitet. Ja. Ich möchte jetzt nicht in der Öffentlichkeit das Gespräch weiterführen, weil das sehr indiskret deinem Vater gegenüber ist, weil er jetzt sofort erkannt wird. Aufgrund dessen, was du gesagt hast von der Firma. Mhm. Das ist nicht korrekt deinem Vater gegenüber. Ich bitte dich, das so zu verstehen. Ja. Natürlich kann man hier immer über alles so reden, aber wenn die andere Person, über die man redet, sofort erkennbar ist, und das ist jetzt der Fall, in dem du die Firma genannt hast, möchte ich dich auch nicht in Schwierigkeiten bringen und auch deine Familie nicht. Deswegen würde ich dich bitten, aufzulegen, und wir rufen dich quasi unter 2-4 Uhr gleich nochmal an, und du kannst dich dann mit meinen Mitarbeitern unterhalten. Ja, das wäre nett. Das tut mir leid, aber das bitte ich zu respektieren, um dich auch und auch deine Familie zu schützen. Ja? Okay. Okay, lieber Mike. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Hier ist Frank. Frank ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Hallo. Ja, hallo Frank. Was ist dein Thema? Ich stehe auf Frauen, die... Es ist mehr Sommerthema. Also ich mag Frauen, die im Sommer barfuß laufen. So. Ja, ist ja auch ein schöner Anblick. Ja. Frauen, die im Sommer... schmutzige Fußsohlen, sie laufen. Das findest du geil. Gefällt mir, ja. Das gefällt dir. Du klingst so vom Dialekt, das kennst du so aus dem Süden, aus Süddeutschland. Aus Bayern. Ja. Aus Bayern. Wohnst du da auf dem Land oder in der großen Stadt? So annähernd in der Stadt. Ach so. Also so... 5 Kilometer von einer Stadt entfernt. Ja. Das heißt, es ist so ein bisschen ländlich, und da sieht man dann schon mal eher die Mädels mit nackten Füßen übers Land laufen, oder wie? Nee, eher nicht, aber es gibt schon, es gibt so Frauen, die wo dann im Sommer gern barfuß zum Einkaufen. Ach, das gibt's. Das gibt es. Und das ist für dich das Schönste? Ja, das finde ich absolut super. Wie lange hat... Frauen, die wo gepflegte Füße, aber schmutzige Fußsohlen haben, finde ich absolut super. Ich verstehe. Das muss schon alles eigentlich gepflegt sein, aber so dieser normale Schmutz von, wenn man so über die Straße läuft. Genau. So richtig schöne, schmutzige Fußsohlen, aber gepflegte Füße. Das ist ja ein Fetisch, ne? Kann man ja so sagen. Ja, ist ein Fetisch. Ja? Wie lange hast du das schon? Ist ein Fetisch. Aufgefallen ist mir das mit 8 Jahren, als bei mir in der Schule ein Schulmädchen barfuß in die Schule gekommen ist. Und da hat es bei dir Peng gemacht? Genau, und das war dann so, da habe ich mir zum allerersten Mal so an mir rumgespielt dann. Also das hatte schon in den jungen Jahren einen sexuellen Reiz für dich? Ja, schon seit 8 Jahren. Ja, das kann sich sehr früh. Genau. Ja, das kann sich sehr früh finden, sowas, und bemerkbar machen. Das glaube ich auch. Bist du momentan in einer Beziehung? Seit einem halben Jahr nicht mehr. Aha. Und vorher aber schon und länger? Ja, 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre. Und hat deine Frau oder Freundin dir den Gefallen getan und ist im Sommer fleißig barfuß rumgelaufen? Ja. Ja. Also sie wusste von deinem Spaß daran. Am Anfang nicht, erst nach 4 Jahren. So lange hast du hinterm Berg gehalten? Wir haben später auch nicht offen drüber geredet, aber ich glaube, sie hat es dann mitgekriegt, weil sie ist dann immer so oft wie möglich barfuß gelaufen im Sommer. Was meinst du denn, wie sie das mitbekommen hat? Oder weswegen sie das mit... Wenn Winter war, habe ich ihr so oft wie möglich die Socken runterzogen und mit ihren Füßen gespielt. Gut, das könnte ja auch das Verhalten eines normalen Fußfetischisten sein, aber bei dir ist es ja noch spezieller. Ja. Aber ihr habt nie offen drüber gesprochen? Nie. Wie weit gehen denn dann deine Fantasien? Also du siehst jetzt eine tolle Frau, im Sommer nettes Kleid an, schöne gepflegte Füße, aber schmutzige Fußsohlen, weil sie über die Straße oder übers Feld gelaufen ist. Wie sind deine Fantasien? Was möchtest du gerne mit diesen Füßen machen? Soweit wir das jetzt hier öffentlich besprechen können. Ja, ich habe ja vorher mit dem Ding, man darf so oft, er hat ja gesagt, ich darf offen darüber reden. Ja, wir können schon offen, wenn, dann bremse ich ab. Nicht
damit befriedigt. Du würdest dich gerne damit befriedigen lassen? Und meine ehemalige Freundin auch gemacht. Ach so, naja. Ja klar, es liegt ja auch auf der Hand, das dann so sich so weiter vorzustellen, ist klar. Ist das so ein starker Fetisch bei dir, dass du im Sommer radadoll durch die Welt gehst und guckst überall, ob du Frauen findest mit nackten Füßen? Seit ich keine Freundin mehr habe, ja. Ah. Gibt es denn da, hast du einen Internetanschluss? Ja. Gibt es da Gleichgesinnte, die sowas auch mögen? Ja, ja. Ehrlich, das gibt es? Viele, ja. Es gibt barfuß, es gibt richtig Forum, wo nur übers Barfußlaufen geredet wird. Also Barfußlaufen vor allen Dingen auch kombiniert dann mit der schmutzigen Sohle? Ja. Das ist ja interessant, wusste ich. Sogar mit vielen Bildern drin und Forum. Und ja. Sind das vorwiegend Männer oder gibt es umgekehrt auch, dass Frauen auf... Es wird behauptet, dass es auch Frauen sind, aber ob es Frauen sind, ich weiß es nicht. Ich glaube es manchmal nicht. Ja, das wäre natürlich das Tollste für dich, wenn du so eine Frau fändest, ja, die vielleicht genauso gestrickt wäre, ne? Naja, es würde... Eine Frau wie meine ehemalige Freundin wäre halt das Perfekte. Das wäre das Perfekte. Aber du kannst auch so ganz normalen Sex haben, ohne nur die schmutzigen Füße. Ja, ja, ja. Das geht schon. Jetzt im Winter muss sowieso. Da ist der Winter keine gute Zeit für dich. Nee, ich bin wirklich ein sommerlicher Typ. Deswegen am liebsten bin ich im Winter auch im Süden. Ich wollte gerade sagen. Ich arbeite normalerweise im Süden in einem Yachthafen. Ach, wo im Süden? Was heißt das? In Italien. In Italien, ja gut, da ist es im Winter ja auch nicht so ganz lauschig. Da müsstest du. In Italien und dann teilweise zwei Monate in Mallorca. Ja, also das ist natürlich das Tollste für dich, ne? Wenn du irgendwo in so einem Ferienparadies arbeitest. Mallorca ist natürlich super. Also da gibt's. Ja. Entschuldigung für meine Sprache. Nee, ich verstehe dich. In Mallorca gibt's natürlich auch um diese Zeit schöne nackte Füße. Ja. Ist das denn bei dir, es gibt ja so Fetischisten, die nichts anderes im Kopf haben, dann ist es schon bedenklich. Und dann gibt es Fetischisten, wo man so sagt, okay, die sind halt ein bisschen schräg drauf, aber das ist auch nicht so lebensbestimmend. Wie ist das bei dir? Also, ich glaube, ich bin der Schräge. Also, normalen Sex kann ich mit Frau jederzeit haben. Ja, das ist dann auch schon mal ganz gut. Ich finde ja auch, dass der Fetischismus immer dann problematisch wird, wenn man zu sehr vereinsamt und sich zu sehr verkapselt in diesem Fetisch und nur noch darauf fixiert ist. Nee. Das ist bei dir nicht der Fall. Nee. Mensch. Ich stehe auch auf blonde Haare, das kommt nur dazu. Ja, da ist die Auswahl ja groß. Ja. So ist das nicht. Darf ich dich denn fragen, du hast gerade gesagt, du arbeitest da in einem Yachthafen und was arbeitest du sonst so im Leben? Was machst du vom Beruf? Lagerist, ah ja. Ja, gut, da gibt's wohl weniger Frauen mit nackten Füßen. Ne? Nee, da gibt's nur Männer. Da gibt's. Ja, Frank. Da gibt's dann nur Staplerfahrer und. Ja, ist klar. So, dann wünsche ich, dass der Frühling bald wirklich kommt. Ich hoffe es auch. Und es dann so schön lecker warm wird und die Mädels die Schuhe und die Strümpfe wieder ausziehen. Ja. Damit du deinen Spaß auch hast dann. Und nicht nach Mallorca fahren. Aber wirklich toll finde, dass ihr mal durchkommen bin. Ja, ich find's toll. Ich find's toll, dass wir beide haben sprechen können, weil so, das habe ich auch noch nie gehört. Man erfährt ja immer wieder neue Sachen hier bei uns. Ja. Stehst du so zum Thema Frauenfüße, wenn ich fragen darf? Sehr, sehr neutral. Also da habe ich nur keine speziellen Vorlieben. Das muss schon sehr gepflegt sein. Das ist auf jeden Fall das A und O. Ja. Also da kann ich nicht die Hand reichen und sagen, finde ich auch geil oder so. Nee, da bin ich auch eher sehr, sehr normal gestrickt. Lieber Frank. Also, ich sag schöne Grüße nach Bayern. Ich zu dir und ich bedanke mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, sehr gerne. Ist super. Halt nur zweimal probiert und bin durchgekommen. Na super, manche probieren das ein halbes Jahr oder ein Jahr und noch länger. Alles Liebe, alles Gute, Frank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 22 050
50. Das ist unsere Telefonnummer und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen ist hier wieder Dienstag, Dienstag ist Themennacht und unser Thema morgen heißt Nachbarn. Ich möchte gerne mit euch über eure Nachbarn aktuell sprechen oder Nachbarn, die ihr mal hattet. Was habt ihr mit euren Nachbarn an schönen, schrecklichen, bizarren Dingen schon erlebt? Es gibt ja ganze Kriege, die Nachbarn miteinander ausfechten, wo einem Angst und Bange wird, wenn man das so hört. Oder es gibt natürlich auch tolle Nachbarschaften und es gibt viel heimlichen Sex unter Nachbarn, was viele andere Nachbarn dann gar nicht wissen. Es gibt sicher auch Ehen, die durch Nachbarschaften entstanden sind und so weiter. Da könnt ihr mir bestimmt viele, viele interessante Aspekte erzählen und viele interessante Geschichten. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Um 1 Uhr sind wir hier bei 1 Live im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 58. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan. Ja, der nächste Bayer. Der nächste Bayer. Na, das ist doch prima. Ja. Also mein Problem ist, ich bin also über 30 Jahre verheiratet, bin mehrfacher Vater, bin mehrfacher Opa. Ja. Bin durch einen Unfall, der schon längere Zeit zurückliegt, 100% schwerbehindert. Habe in meiner Ehe irgendwann vor ein paar Jahren aufgrund der Unfallfolgen, meinte ich, Potenzprobleme bekommen. Und habe aber einen großen Bekanntenkreis, vornehmlich weiblich. Und da hätte das eine oder andere hätte sich ergeben. Ich habe mir eigentlich nie getraut und habe auch nicht die Veranlassung gehabt, weil wir eigentlich im Grunde genommen eine gute Ehe führen. Darf ich noch kurz fragen, was das für ein Unfall war, den du hattest? Das war also mit Becken und Trümmerbruch und Blasenriss und allen Tod und Teufel und Lendenwirbel und weiß der Kuckuck. Also ich kann zwar noch gehen, aber beschwerlich. Also der Verdacht, dass es da eine Verbindung zur Potenz gibt, ist so ganz nicht von der Hand zu weisen gewesen. Mal. War das auch laut ärztlichen Bulletins. Ah ja. Und es hat also vor 4-5 Jahren, wo es nicht mehr so richtig geklappt hat. Man hat mir dann auch Viagra verschrieben oder ähnliches und dann hat es also wieder funktioniert, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte oder nicht immer so. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also vor einiger Zeit dann einen meiner weiblichen Bekannten ihr Drängen nachgegeben, die ja eigentlich alle gar nicht wissen, wie es um mich steht, also gesundheitlich, weil mir äußerlich eigentlich nichts ankennt oder ich lasse mir nichts anmerken. Ja. So, und da hat es also wunderbar geklappt. Ich war ganz verrückt, weil ich gesagt habe, das gibt's ja gar nicht mehr. Also du hast ihrem Drängen nachgegeben? Ja. Das heißt, die hat dich eher angebaggert, du warst da gar nicht der Aktive? So ist es. Bist aber immer noch verheiratet? Na natürlich, ich will auch weiter verheiratet bleiben. Und das war jetzt aber so ein geheimer Fehltritt, oder wie? Ja, das hat sie mittlerweile wiederholt. Und wie soll ich sagen, ich kenne mich eigentlich trotz meinen 58 Jahren mit gewisser Lebenserfahrung, wie man glaubt, eigentlich nicht mehr aus. Ne? Das heißt, also ich will ja verheiratet bleiben. Ich möchte also mit meiner Frau alt werden, weil die hat auch schwere Stunden mit mir mitgemacht, wo ich eben da niederlag mit meinen Spätfolgen. Und habe also keine Veranlassung, das die Binsen gehen zu lassen. Und unsere Familie funktioniert auch mit unseren Kindern, mit Enkeln und so weiter. Also da habe ich eigentlich kein Problem damit. Ne? Habe ich das gerade richtig verstanden, dass jetzt dieser sexuelle Kontakt mit deiner Bekannten wirklich sehr beeindruckend für dich ist und toll gelaufen ist? Das ist so gelaufen wie vor 30 Jahren. Ne? Ohne Viagra? So ist es. Ohne Levitra oder wie die Dinge alle heißen? Ja, da gibt es ja noch, ich weiß nicht, was alles. Gibt es noch ein paar, ja genau. Ja, ja. Mhm. Ja. Das heißt, du erlebst dich da als ganz junger Mann wieder. So ähnlich, ja. Außer, dass mir die Luft kurz wird, ne? Ja. wie geht's denn deine Frau? Wie alt ist deine Frau? Anfang 50. Anfang 50 erst. Mhm. Wie geht sie denn damit um, dass ihr dann offensichtlich schon so lange keinen oder kaum mehr Sex hattet? Also, wir haben schon, aber wie gesagt, nur mit eben diesen Hilfsmitteln, ne? Und das ist dann auch nicht so der Knaller? Ja, also, ich meine natürlich nicht mehr so häufig, das sage ich mal, alle 4 Wochen mal, ne? Ja. Und das schleift sich in anderen Ehen ja auch ab. Ja, sicher, nach 30 Jahren, klar. Ja, ja, aber ich muss sagen, also auch da Hut ab von ihr, sie hat also wirklich da Geduld und sie hat da also zumindest mir gegenüber kein, hat sie noch nie ein Problem geäußert. So, jetzt bist du im Konflikt. Du hast eine Frau, die du liebst und die Ehe, die du schätzt und hast aber auf der anderen Seite jetzt ein ganz tolles Erlebnis gehabt mit einer Geliebten und einen Sex erlebt, den du vergessen hattest vielleicht, dass es sowas gibt. So ist es. Und ich wollte das auch gleich bei einer einmaligen Sache lassen, aber so wie es im Moment aussieht... So ist der Mensch. Wenn es einmal einen Spaß macht, dann... Ja. Wie ist das denn mit der Frau? Wie alt ist diese Frau? Ende 30. Ja. Ist das für sie auch nur so eine Sexgeschichte oder ist die dabei, sich in dich zu verlieben?
alleinerziehend ist und natürlich irgendjemand sucht, ne, und da Schwierigkeiten hat. Ne. Dann wird's problematisch. Ja, eben. Und ich meine, die weiß ja, dass ich verheiratet bin, die Kinder sogar, meine Familie teilweise. Ne. Und klingt nach Verstrickungen, die da entstehen könnten. Das will ich eben nicht. Ne. Aber wie sage ich es meinem Kind? Ne? Du möchtest auf der einen Seite nicht auf die Sexualität verzichten? Ja, wenn ich in ruhigen Minuten richtig überlege, dann müsste man das sofort beenden. Ne? Eigentlich schon. Ja, andererseits habe ich natürlich die Befürchtung, dass die dann wirklich die Karten offen legt und dann vielleicht mal mit meiner Frau spricht. Oder so. Jetzt schon? Du hast jetzt schon die Befürchtung? Die habe ich, ja. Ja. Also wenn du die jetzt schon hast, dann ist es ja umso nötiger, dass du aufhörst, weil je öfter du das machst, desto erpressbarer bist du. So ist es. Ne? Also ich meine, jetzt schon erpressbar. Ne? Jetzt schon. Ich meine, jetzt könntest du rein theoretisch ja noch beichten. Es ist zweimal passiert, nur gut. Nein. Bist du in den 30 Jahren immer treu gewesen? In jungen Jahren gab es da mal was, aber das war reine Sexgeschichte. Ist schon irre lange her. Ach, das ist 30 Jahre. So, also dann finde ich, wenn man zwei Fehltritte dann auch mal macht, ist das auch nicht das Drama. Nein. Ich kann dich gut verstehen und kann auch die Verlockung verstehen, dass man dann endlich mal wieder richtig guten Sex haben will und erleben will. Aber wenn du da schon an eine Frau geraten bist, die eventuell sich Hoffnungen macht, der du eventuell sogar zutrauen würdest, dass sie dich erpresst, würde ich da aber ganz schnell rausgehen aus dem Ding, aus der Nummer. Ich möchte es dir nicht unterstellen. Aber man weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen habe ich das Problem, dass eine zweite auch noch da ist, ne, die also ständig bohrt und wo ich natürlich jetzt neugierig bin, weil ich sage, jetzt kann ich es ja wieder. Ne. Mhm. Ich sage es einmal ganz ehrlich. Ne. Wie ist denn deine Frau so, wie sprecht ihr offen über Sexualität? Weniger, weil sie aus einem sehr konservativen Elternhaus kommt. Ja. Ne. Das heißt also, ich brauche gar nicht jetzt nachzufragen, ob ihr euch gegenseitig mal ein bisschen Freiheiten lassen würdet. Das geht nicht. Das glaube ich nicht, nein. Das geht nicht. Es gab schon mal zwei Anrufe bei mir zu Hause, die sie aufgeschnappt hat. Und da gab es also zwar keine Hölle, weil da ist sie viel zu bescheiden beziehungsweise zurückhaltend, aber sie hat mir schon zu verstehen gegeben, dass sie das eigentlich nicht duldet und was da los ist. Ne? Also das wäre auch unverzeihlich, wenn sie wüsste, dass da was gelaufen ist. Ne? Das heißt, du gefährdest im Moment, gefährdest du deine Ehe, was du so da machst. Habe ich nie für möglich gehalten, sowas. Weißt du, ich will ja mal, ich sage jetzt mal was sehr Unpopuläres, da werden viele Leute denken, wie kann er denn das jetzt sagen? Ja. Also vor allen Dingen auch in Anbetracht deiner Krankheitsgeschichte, die du hinter dir hast. Ja. Wenn du jetzt irgendwie eine vollkommen anonyme Sexgeschichte ab und zu mal hättest, wo auch hundertprozentig sicher ist, dass da nichts raussickert und für dich hundertprozentig klar ist, dass es mal das nochmal richtig erleben, da würde ich auch sagen, Mensch, komm, mach's, schwamm drüber und gut. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Auch nicht so, weißt du, ich bin irgendwie auch ein bisschen konservativ erzogen. Ich habe also einen Anstand gelernt, ne? Ja. Und ich habe da also ein sehr schlechtes Gewissen. Ne? Ich habe an dieser Sache ein sehr ungutes Gefühl, weil du dich da zu vielen Gefahren aussetzt. Einmal der Gefahr wirklich, wie ich schon sagte, dass diese Frau sich in dich vielleicht verliebt, dass die gekränkt ist, wenn du dich zurückziehst, dass die das deiner Frau irgendwie stecken könnte, dass da viele Komplikationen entstehen können. Das ist es dann nicht wert. Das ist nicht gut. Ja. Das heißt, im Prinzip raus aus der Sache. Und wenn du auch nur ansatzweise die Befürchtung hast, dass die quatscht, die Frau, dann beichte das deiner Ehefrau. Und ich finde, dass man das in einer Ehe verzeihen kann, nach so vielen Jahren. Mein Gott nochmal, über was reden wir denn? Aber sie hat mir das schon ein paar Mal angedeutet, also im Laufe unserer langen Ehe. Ne? Das wäre also unverzeihlich, wenn da irgendwas wäre. Ne? Hat sie gesagt? Ja. Also ganz radikal, wenn sogar ein-, zweimal nur Sex, wäre sie weg, oder wie? Ja, sie kann ja, glaube ich, sie ist nicht die Frau, die Sex und Liebe trennen kann. Also habe ich das Gefühl, man kann sich auch wieder mal täuschen, aber in dem Fall, man kennt sich ja in- und auswendig. Ne? Ja, also auf jeden Fall, also als ersten Schritt würde ich, wenn es auch noch so schwer fällt, auch weg von dieser Geliebten gehen. Ja. Na, mach ich ja. Bitte? Ich mache das auch. Ja, und dann musst du sehen, musst es abtasten, ob du es erzählst und beichtest oder ob du denkst, ja gut, der Mantel des Schweigens drüber und vielleicht ist es dann auch gut. Ja, ist okay. Mein Lieber, Stefan, wir haben alles besprochen, glaube ich. Ne? Ich danke dir, Domi. Ja. Alles Gute. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Und hoffentlich noch viele, viele Jahre. Ja, dankeschön, okay, Stefan. Danke. Tschüss. Ciao. Julia ist hier. Julia ist 24. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Julia. Was ist dein Thema?
ja, auch wenn es vielleicht für viele andere Zuhörer lächerlich klingt, aber Pesttrainer ein bisschen. Du musst das Telefon irgendwie anders halten. Ich verstehe dich nicht. Pechsträhne. Pechsträhne? Ja, genau. Ja. Das hört sich an, als würdest du das hier unten irgendwie an den Hals halten. Egal. Also Pechsträhne, erzähl mal. Ja, ich hatte vor der Zeit Glück gehabt, aber jetzt irgendwie denke ich, läuft alles nur noch schief. Was ist denn schief gelaufen? Zuerst bin ich mit meinem Fuß ganz übel umgeknickt. Mhm. Dann daraufhin hat sich mein Freund nicht mehr bei mir gemeldet. Mhm. Ohne Grund, ich weiß es nicht, warum, keine Ahnung. Wann war das mit dem Fuß? Ungefähr vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen, dann hat sich der Freund nicht mehr plötzlich gemeldet, mit dem du wie lange zusammen bist schon, oder warst? Ein Jahr. Wie, und dann hat er sich von heute auf morgen nicht mehr gemeldet? Genau das. Bis heute nicht? Bis heute nicht, nein. Erzähl mal weiter, was da noch passiert ist. Ich habe natürlich angerufen, auch SMS geschrieben, kam überhaupt nichts mehr. Also ist nicht mehr reingegangen. Dann hatte ich nur noch Stress gehabt mit der Uni. Mit der Uni? Also Stichwort ja. Pechsträhne, da muss ja dann noch was gekommen sein, wenn du das so sagst. Ja, also ich sag mal, mit dem Fuß blöd umgeknickt und Freund verlassen war schon etwas und jetzt ist halt, am Samstag ist halt, klingt auch wieder für viele lächerlich, die es nicht kennen, aber unser Hund eingeschläfert worden. Mhm. Ja klar, wenn man einen Hund sehr gerne hat und sehr lange hatte, wie alt war er? 16 ist er geworden. 16. Okay. Also ist ja super für einen Hund natürlich, aber... Alles auf einmal, jetzt erzähl mir nochmal von dem Freund. Jetzt hat er sich bisher noch gar nicht gemeldet wieder. Er hat sich überhaupt nicht gemeldet. Ja, was ist denn da los nach einem Jahr? Also ich denke mal, selbst wenn mit einem per SMS-Schluss gemacht worden ist, ist das schon verpönt. Aber wenn man sich gar nicht meldet, finde ich es wirklich unter aller Sau. Sehe ich auch so. Und vor allen Dingen nach einem Jahr. Wir reden nicht von einem Monat und selbst da macht man das nicht. Ja. Wohnt er denn in deiner Umgebung? Ja, total. Also quasi 5 Minuten entfernt. Aber wo das mit dem Fuß war, konnte ich nicht laufen. Ich konnte die Treppen nicht runter. Ich konnte es nicht. Das heißt, du hast ihn auch seitdem nicht zufällig irgendwo mal auf der Straße gesehen? Nein. Gar nichts. Und ihr habt doch keine gemeinsamen Freunde, von denen du mal was erfahren hast? Eine Freundin, mit der er aber auch verkracht ist. Und zu der hat er nur gesagt, ja, SMS wäre ja unter aller Sau, das macht er nicht. Also mit SMS. Ach so, er findet SMS unter aller Sau und dann meldet er sich am liebsten überhaupt gar nicht. Ja, das ist ja ein Typ. Und da habe ich auch gut gelacht. Und ihr hattet keinen Streit, keinen Stress vorher? Nein, echt nicht. Bitte? Wirklich nicht. Mhm. Also man zweifelt dann natürlich auch total an seiner Persönlichkeit. Sehr, ja. Ja, ich würde dann an deiner Stelle auch grübeln, was ist denn nun passiert, was ist los? Habe ich was falsch gemacht, hat er eine neue oder stinkig oder was ist los? Ich würd gerne wissen, aber ich weiß nicht, ob ich mich traue, der persönlich... Ja, ruf den doch mal an, Mensch. Das finde ich... Der geht ja nicht dran. Und dann geh doch zu ihm hin. Also wir sind auch keine dummen Menschen, also ich würde das ja... Eigentlich, er müsste ja wissen, dass ich eine nette Person bin, mit der man treffen kann. Wenn die Gefühle nicht mehr stimmen, ist er in Ordnung, aber man kann es mir ja sagen. Ja, jetzt habe ich nicht verstanden, warum gehst du nicht hin zu ihm? Ich habe Angst vor der Reaktion. Ja, was kann denn passieren? Ich meine, so sitzt du da und machst dir einen Kopf darüber, was los ist. Mehr als rausschmeißen kann er dich nicht. Ich würde zu dem Typ hingehen. Aber das würde einen, glaube ich, sehr treffen, oder nicht? Egal, das trifft dich jetzt auch. Dann lernst du noch eine andere Seite von ihm kennen, wenn du ihm gegenüberstehst. Also ich würde ihn aber jetzt herausfordern. Ich stünde da vor der Tür bei dem. Aber wie? Julia, jetzt ist meine Sendung vorbei. Ich muss mich leider verabschieden. Geh mal dahin und mach mal klar Schiff mit dem Burschen. Ja, meine ich. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen heißt unser Thema Nachbarn. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festwirt. Ich wünsche euch eine